Die Entstehung des Wissensmanagements. Erste Überlegungen entstanden Mitte der 1970er Jahre und hatten zum Ziel, den Entscheidungsträgern möglichst zeitnah mit benötigten Informationen zu versorgen, um die Qualität der Entscheidungen sicherzustellen. In den 80er Jahren wurde der eigentliche Begriff des Wissensmanagements geformt. Durch neue Organisationsformen wurde der Umgang mit Information und Wissen zu einer zentralen Management- und Führungsaufgabe. In den 90er Jahren wurde Wissen erstmal als strategische Ressource betitelt und als solche erkannt. Das Wissensmanagement wurde in die drei Dimensionen Organisation, Mensch und Technik geteilt. Es wurden neben dem organisatorischen Kontext nun auch der soziale Kontext betrachtet. Seit einigen Jahren entstehen vermehrt Konzepte eines ganzheitlichen Wissensmanagements. Das Ziel dabei ist, die Technik und Humanorientierung in sinnvoller Weise zu verbinden. Wissen wurde als wesentlicher Wertschöpfungsfaktor und eigenständige Ressource erkannt und soll somit in einer wissensorientierten Unternehmensführung gemanagt werden. Wissensmanagement wird heutzutage als ganzheitlicher Prozess verstanden. Die wichtigsten Wegbegleiter des Wissensmanagements waren unter anderem Gilbert Probst, Gabi Reinmann non aka und Takeoki.